Sie hat sie nämlich gleich gefesselt mit ihrem Körper. Ich muss auch ganz ehrlich sein, als ich die Zelda bekommen habe, war ich froh, dass sie kein Lebenfutter nimmt, weil ich glaube, dann hätte ich sie nicht genommen. Nee, sie möchte einfach nicht. Ah, jetzt geht sie so Richtung Ausgang wieder kommen. Let's go. Sie heißt Zelda. Nicht benannt nach dem Game. Wie alt sie ist, ich habe die Schlange ein bisschen was über ein Jahr. Die essen das Tier am Stück, ja. Und es wird auch nicht gekaut, es wird geschlungen. Die schnappt sich das Vieh und dann im Ganzen runtergewürgt. Das ist eine Kornnatter. Ach komm, Zelda, jetzt mach nicht so. Komm. Ja, richtige Richtung, ja. Ja, safe kommt jetzt nicht raus. Mit einer Ecke, da weiß sie, da komme ich nicht gut dran. Und sie geht immer mit dem Kopf voraus in diese Ecke, wenn sie raus möchte. Weil sie ganz genau weiß, ja, da kommt jetzt. Donation. Wow. Kann sich nicht entscheiden. Jetzt geht sie wieder zurück. Nee, sie geht wieder rein. Ich glaub's nicht. Sie ist halt schon so ein Stück raus. Ja, sie will in diese eine Ecke, wo sie weiß, da komme ich nicht ran. Die geht immer in diese eine Ecke. Wer weiß, vielleicht beißt sie mich ja heute. Dann haben wir es live in der Kamera gesehen. Dann habe ich auch endlich mal einen Biss von ihr kassiert. Sie hat mich noch nie gebissen. Sie mag halt am liebsten halt wirklich auf Textilien, weil auf der eigenen Haut mag sie das gar nicht, auf meiner Haut, weil sie da nicht so gut, upsi, jausa, die ist auch so stark geworden, das ist der Wahnsinn. Und leider sieht man es hier nicht, aber sie hat schon gelbe Streifen. Hallo! Jetzt hat sie mich gleich gefesselt mit ihrem Körper. Seht ihr das? Diese roten Bäckchen, die sie da hat? Die hat da so gelbe Streifen, ach so, gelbe Streifen am Rand und so ein bisschen rote Bäckchen bekommen. Die ist sehr, sehr schön. Die ist so lieb. Wie gesagt, sie hat mich noch nie gebissen, ne? Was sie auch gern macht, sich in meinen Haaren, wenn ich einen Dutt habe, der nicht zu eng ist, schleicht die so in meine Haare rein. Als wäre sie, gehörte sie zum Dutt dazu. Nein, Schlangen sind nicht schleimig, die sind trocken. Die sind ganz trocken. Noch einmal kurz Close-up. Na, wenn der Fokus möchte. Der Fokus. Aber ganz close, aber. So, ich glaube, jetzt tue ich sie mal wieder ins Terrarium rein. Ja, ist mega schön. Wie ich auf eine Schlange kam, ich wollte schon immer eine Schlange haben. Ich finde Schlange aber wunderschön. Hat sich halt so ergeben, dass eine Bekannte hatte eine Freundin, sie hatte die Schlange. Und die wollte sie nicht mehr haben. Und bevor mit der Schlange irgendwas passiert, weil sie die auf eBay oder sowas versteigern oder verschenken wollte, habe ich sie dann genommen. Weil mir das ein bisschen zu ungeheuer war. Also es war so ein bisschen ungeheuer. Es war mir einfach nicht geheuer, was dann vielleicht mit der Schlange passiert, da habe ich sie aufgenommen. Hat gepasst, ich wollte schon immer eine weiße Schlange haben. Es hat eine Snow Cornutter. So hat das Universum gespielt. Ich wusste ganz genau, ich will eine weiße haben. Ich habe überall geguckt, man könnte, hätte welche kaufen können beim Züchter. Finde ich aber auch immer blöd, weil man muss dann echt gucken, bei welchem Züchter man was holt. Weil das manchmal nicht so ganz akkurat und nicht so ganz koscher abläuft. Und das wäre echt, also, das könnte ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Also habe ich immer weiter geguckt. Bei Tierschutzvereinen, da gibt es ja auch welche. Aber halt nie so eine, wie ich sie wollte. Und manche waren giftig oder keine Ahnung was. Oder schon zu groß und an Lebendfutter gewöhnt. Und habe ich mir selber gesagt, nee, du wirst eine weiße Schlange haben. Du wirst eine weiße Schlange haben. Und siehe da, ich habe dann eine retten dürfen. Ich habe einfach nur abgewartet. Ich habe einfach nur gewusst, nein. Und wisst ihr, was für eine Schlange ich unbedingt haben möchte? Werde ich als nächstes holen. Ich weiß aber nicht, die können nicht beide in einem Terrarium sein. Da muss ich ein zweites Terrarium kaufen. Eine Hognose. Ich google mal. Ich zeige euch mal, wie eine Hognose aussieht. Okay, das ist eine Baby-Hognose. Die ist noch ganz klein. Aber warte, kann man das denn hier überhaupt gut sehen? Manche sehen die Schnauze nämlich nicht. Vorne hat die nämlich so eine Kurve nach oben. Die Nase geht so nach oben. Und das sieht man in dieser Aufnahme jetzt nicht. Moment. Oh, Mami, guck mal, die kleine Nase. Die ist so nach oben. Oh, guck mal, die Schnauze, die geht so nach oben. Das ist so süß. Okay, die sind natürlich noch Baby. Die sind noch ganz klein. Aber guck mal. Guck mal da. Die sind so süß. So eine will ich auch mal haben. Guck, wie schnell die sind, Alter. Oh. Stupsnäschen, ja. Jetzt will Zelda raus. Jetzt will sie raus. Jetzt klopft sie da an die Scheibe. Kannst doch gar nicht kuscheln. Schlangen sind nicht dafür da, damit du mit denen kuscheln kannst. Oder Gassi gehen kannst mit denen. Wenn du natürlich ein Haustier möchtest, womit du kuscheln kannst, welches ein Fell hat. Katze, Hund, Kaninchen, Hamster. I don't know. Vor allem Gassi gehen, genau. Ja, sie will raus.
Ich werde sie gleich nochmal rausholen. Zelda ist eifersüchtig. Nein, nein, die hat gerade eben bemerkt, hä? Ich darf nochmal raus. Also, weil ich sie rausgelassen habe. Ja, ja, die sucht gerade einen Ausgang. Ich will wieder raus. Also, was sie gerne macht. Was sie unglaublich gerne macht. Und das kann ich einfach auf den Tod nicht ab. Aber könnt ihr wahrscheinlich verstehen. Wenn ich sie raushole und ich lasse sie kriechen. Ich muss erst einmal durchgehend dabei sein und sie ständig wieder zurücknehmen. Weil sie mag es gerne immer in die verwinkelsten Ecken sofort irgendwo drunter kriechen. Ist ja klar. Das darf mir niemals passieren, weil sonst finde ich sie nie wieder. Sie könnte sofort aus dem Fenster, wenn das Fenster offen ist. Auch nur auf Kipp ist. Sie könnte irgendwo für wirklich Wochen verschanzen. Und es kann sein, dass sie verletzt wird. Es kann sein, dass jemand drauftritt. Es kann sein, dass wenn man ein Möbelstück irgendwie verrückt, dass sie dann zerquetscht wird. Das ist gefährlich. Das heißt, ich muss sie die ganze Zeit beaufsichtigen. Aber was ich dann unglaublich gerne mache, ist, sie hat wirklich kriechen lassen auf dem Boden. Ich muss dafür eine extra Decke auslegen. Warum? Sie liebt es. Sobald sie aus ihrem Terrarium raus ist und auf irgendeinem Boden ist, vollkommen egal, es ist nicht ihr Terrarium, die kriecht erstmal ein bisschen, kriecht ein bisschen. Und dann bleibt sie ganz still. Ganz still. Und was macht sie? Die scheißt dir dahin. Sie liebt das. Das macht sie jedes Mal. Ohne Ausnahme. Ohne Ausnahme. Du nimmst sie aus dem Terrarium. Auf mir hat sie noch niemals. Das ist Gott sei Dank. Sie bleibt dann immer auf dem Boden. Streckt sich so ein bisschen so aus. Dann bleibt sie ganz ruhig und auf einmal hebt sie so ihr Hinterteil und zack, let's go. Dann scheißt sie dir dahin. Protestschiss. Ja, genau so. So könnte man das sehen. Das macht sie jedes Mal. Und wisst ihr, was das Beste ist? Ich dachte am Anfang, es ist so ein Fluchtinstinkt-Ding, dass sie ihren Darm entleert, nenne ich den jetzt mal, um dann schneller, weil sobald du dich entleert hast, bist du schneller. Du bist leichter und schneller. So. Und ich dachte, das lag daran, dass sie mir quasi dahin scheißt und dann ganz schnell weg möchte. Nein, nein. Der Frechdachs kommt zurück und klettert auf mir herum. Ich sitze da und denke mir, what the fuck you did? So, what the fuck? Geht ein bisschen so, ich will schon sie aufhalten. Sie kommt zu mir, fängt dann auf mir herumzuklettern. Weil sie ja vorher schon gecheckt hat, dass ich sie ja nicht rauslasse aus meinem Radius. Gar nicht frech. Die ist nicht giftig, nein, nein. Kackt ihr mal ins Terrarium, dann weiß die Bescheid. Ja, genau. Ja, ja. Ob sie mich erkennt, wenn ich eine Perücke trage? Ich glaube, die erkennt mich generell nie. Außer vielleicht an meinen Vibes oder Stimme. Aber ich glaube, was Aussehen angeht, so... Ich glaube nicht. Ich glaube, was sehen Schlangen? Das ist interessant, mal zu googeln. Was sehen Schlangen? Haben die richtig Vision mit Farbe? Ich glaube, die erkennt mich so oder so, egal welche Frisur ich habe. Dasselbe ist ja auch mit Klamotten. Tiere sind ja auch Klamotten nicht gewohnt. Also, ich habe ja immer was anderes an und andere Farben. Die denkt sich auch immer jedes Mal, wer ist das? Könnte auch sein. Hat mit den Haaren nichts zu tun. Oh, ich habe letztens wieder so einen Post gesehen. Maike ist ja echt sehr gut darin, Posts zu reposten oder mir zu schicken von so einem Tierschutzverein. Die retten Tiere im Ausland oder so. Ja, zum Beispiel in Ungarn oder so, ich weiß nicht. Und das sind so süße Welpen, die dann fotografieren und sagen, ey, die und die braucht ein Zuhause, ist aus einem ungewollten Wurf, wurde ausgesetzt. Und dann sehe ich diesen süßen, süßen Hund und denke mir, du bist doch einsam. Warum nicht? Und die erkennen einen auf dem Herzschlagsensor. Die Schlange bekommt Mäuse von mir, Totfutter, nicht lebend. Huskies sind die geilsten Hunde ever. Ja, Mann. Aber Huskies, dafür musst du wirklich irgendwo auf einem großen Grundstück leben, mit einem riesigen Wald. Und der Hund kann immer ein- und ausgehen. Und der muss... Also, ich würde niemals einen Husky in der Innenstadt haben. Nee, würde ich nicht machen. Tierquälerei ist das, meiner Meinung nach. Dürftest du Hunde halten in deiner Wohnung? Ja. Also, ich weiß, dass hier im Haus mindestens 2 Leute Hunde haben. Ich denke mal, ich dürfte das auch, ja. Ob man das wirklich sieht, dass die Maus in ihrem Körper ist? Ja, da ist so eine dicke Wölbung in ihrem Körper. Ja. Aber nicht sehr lange. Das sieht man nicht sehr lange. Die verdaut relativ schnell. Oder was? Oder die zerdrückt die relativ schnell. Ich weiß es ja nicht. Ich habe gesagt, ich würde niemals einen Husky, ich rede nicht von einem Mix, ich rede nicht von, der ist zu 30% Wolf, ich rede von einem 100%igen Husky, der nun einmal extrem viel Auslauf bekommt, so wie ich mitbekommen habe. Und ich lebe in der Innenstadt. Ich würde es nicht machen. Ich finde, es ist Tierquälerei. Ich würde niemals, weil es nach meinem Leben jetzt ginge, niemals dem Hund so viel Auslauf geben können. Wenn du genereller Mensch bist, der jeden Tag sowieso schon 6 Stunden, 5 Stunden draußen ist, auf dem Feld, immer Wald wandern geht, ey, mach. Aber nachdem, wie ich sehe, wie Hunde gehalten werden in der Innenstadt, da wird eine Stunde rausgegangen, wieder nach Hause. Dann wird wieder eine halbe Stunde rausgegangen, dann wieder nach Hause. Dann wieder eine Stunde rausgegangen, wieder nach Hause. Was sind das? 2,5 Stunden. Dann abends, wenn man selber nicht schlafen kann oder wenn man weiß, ach, der muss jetzt sein Geschäft nochmal machen. Einmal nochmal kurz raus für eine halbe Stunde. 3 Stunden maximal am Tag. Reicht das für einen Wolf, für einen Husky? Reicht das? Ich bin kein Experte. Das ist meine Auffassung, wie ich es gelernt habe, durch, das ist jetzt Fachsimpelei, durch, was mir gesagt wurde. 3 Stunden Auslauf.
glaube ich, reicht einem Husky nicht am Tag. Ich lehne mich sehr weit aus dem Fenster. Deswegen würde ich mich nicht trauen, einen Husky zu halten in der Innenstadt, weil ich dem Hund das nicht bieten kann, so viele Stunden am Tag draußen zu sein. Ich wollte jetzt nicht irgendwen bloßstellen, sagen, du bist Tierquäler. Ich habe nicht gesagt, du oder wer das macht, ist Tierquäler. Ich sage einfach nur, es ist für mich Tierquälerei, für mich. Wenn es für dich keine ist, do you. Ist nicht mein Bier. Welchen Hund würdest du dir in einer Stadt zulegen? Ich kann mir keinen Hund zulegen. Gerade habe ich die Zeit, ja. Gerade hätte ich die Zeit für einen Hund, wegen Corona. Gerade hätte ich die Zeit, mir einen Welpen anzuschaffen. Ich könnte ihn jetzt erziehen, ich bin viel zu Hause. Könnte Training mit ihm machen, dass er lernt, alleine auch mal für eine Stunde zu Hause zu sein, wenn ich mal einkaufen gehen muss oder so. Dass er sich an Menschen gewöhnt, spazieren gewöhnt, dass er an der Leine gut geht, sich benimmt. Jetzt hat ich die Zeit. Bringt aber nichts, wenn ich nach Corona wieder viel reisen werde, lange reisen werde, immer wieder Städtetrips mache, ob jetzt Berlin, ob jetzt Hamburg wieder für eine Woche oder zwei Wochen, dann wieder zurück nach Köln, dann jeden Abend mal hier, mal das. Ich kann mit dem Hund nicht einfach mal so in jedes Restaurant, ich kann mit dem Hund nicht einfach mal zu jedem zu Besuch. Es geht nicht. Es gibt Haushalte von Freunden von mir, die haben strikt keine Hundeerlaubnis. Oder die wollen es einfach nicht. Ich möchte nicht eine Freundin in Verlegenheit bringen, dass wenn ich sage, okay, wir treffen uns bei dir, weil ihr zu mir nicht wollt, dann treffen wir uns bei dir oder wir treffen uns bei denen. Ich komme dann zu denen vorbei und dann komme ich in Verlegenheit, weil die mir sagen wollen eigentlich, ein Hund, der hart, der braucht Wasser, dann tropft das, vielleicht wird das auf das Holzboden oder was auch immer, es macht dann Dreck, der macht Lärm, der braucht Aufmerksamkeit. Manche Menschen sind nicht darauf ausgelegt, Hunde in ihrer Wohnung oder Haus zu haben. Punkt. Es ist einfach so. Und ich möchte nicht diejenige sein, die einen Hund mitbringt. Und ich möchte nicht diejenige sein, die meine Freundin in Verlegenheit bringt, weil die gezwungen sind, jetzt diesen Hund zu ertragen. Wobei wir einfach nur gechillt, einfach nur sitzen und Wein trinken und uns besaufen wollen. Immer so, geh nicht an das Essen, nicht an den Wohnzimmertisch, geh da nicht dran. Dann müssen meine Freunde auch noch extra aufräumen, damit der Hund bloß nicht an irgendwelche Sachen geht, die auf dem Boden oder an der Wand gelehnt stehen. Weil nicht jeder Hund ist so erzogen, dass er bei Mama bleibt, da sitzt und ruhig bei Fuß macht. Gibt es. Es gibt auch welche, die machen Lärm. Es gibt welche, die sind anstrengend. Es gibt welche, die knabbern Sachen an. Es gibt welche, die fressen dann Sachen auf, die auf dem Boden liegen, wie zum Beispiel ein Stück Schokolade. Nicht jeder räumt so ordentlich penibel auf. Dann landet mal ein Stück Schokolade auf dem Boden. Meine Gastgeberin denkt sich dabei, denkt, oh, ich räume das gleich weg, geht in die Küche und sie weiß nicht, dass Schokolade giftig ist für Hunde. Und dann würde mein Hund da dran gehen und dann, es ist einfach sehr viel Stress. Ich könnte dann nur zu Freunden gehen, die selber einen Hund haben. Das sind Sachen, darüber denkt man gar nicht nach, bis man den Hund dann hat. Dann, wenn du den Hund hast, merkst du, ich kann das nicht machen, ich kann das nicht für lange machen. Schuldgefühle, weil den Hund lasse ich wieder bei Mama, bei meiner Freundin, wieder in der Huta. Der Hund ist dann unausgeglichen. Und dann die Schuldgefühle gegenüber Freunden, weil du wieder mal nicht mitkommen kannst, weil das nicht hundefreundlich ist. Oder deine Freunde müssen sich extra nach dir richten, damit du den Hund mitnehmen kannst. Oder den Hund kannst du nicht immer wieder irgendwo abschieben. Es geht nicht. Und ich bin ein aktiver Mensch. Ich gehe sehr viel raus mit anderen Leuten. Das würde mein ganzes Leben verändern und ich weiß nicht, ob ich so weit bin. Während Corona, wie gesagt, geht. Während Corona gar kein Problem. Gar kein Problem. Aber wenn ich mir jetzt einen Hund anschaffe und ich will unglaublich gerne einen Hund haben, ich sag, wie es ist, ich hätte unglaublich gerne einen Hund. Aber ich weiß auch, es würde mir das Herz brechen, wenn ich merke, ich bin dem Hund kein gutes Frauchen.